Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Ja, wir spielen hier Minecraft in der 1.12.2 Version mit ziemlich vielen Mods, wie man hier sehen kann. Und wie man auch sehen dürfte, ist das hier nicht die erste Episode. Allerdings, ja, beziehungsweise es ist die erste Episode, aber es sollte nicht die erste sein. Aber die Aufnahme von der ersten Episode ist leider, hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und deswegen fahren wir jetzt einfach an dem Punkt fort, wo ich in der ersten Folge aufgehört hätte. In der ersten Folge haben wir eigentlich basically nichts gemacht, außer diesen Anfangskram hier, die Basic Tools. Ich war ein bisschen caven, auch offscreen, und habe ein bisschen Essen gesammelt. Ja, also eigentlich nichts Wildes. Hab in der Offscreen noch ein paar Kühe gesucht und geschlachtet, und dann haben wir jetzt hier auch unser Essen. Was ziemlich dämlich ist, dass wir bisher noch kein einziges Eisen gefunden haben. Das versuche ich dann mal diese Episode zu ändern. Und dann werden wir mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ja, das ist jetzt das erste Projekt seit ja, einiger Zeit, was jetzt hier auf diesem Channel kommt. Aber ich hatte einfach nicht die Energie und auch nicht die Lust, irgendwas aufzunehmen über die letzten paar Monate. Aber die ist jetzt wieder da. Oder zumindest gerade. Und deswegen kommt jetzt hier so für zwischendurch mehr oder weniger ein kleines neues Projekt. Ich fand Minecraft ganz interessant, einfach weil ich mal wieder Lust auf das Spiel hatte nach langer Zeit. Gerade mit Mods in einer Version, die ich eigentlich so noch nicht gespielt habe. Also gerade die Version, vor allem die Version hier mit Mods. Viele von denen kenne ich auch noch nicht. Das heißt, es wird auch ganz interessant, sich da mal auszuprobieren. Und das Schöne daran ist, ich kann einfach auch mal Sachen offscreen machen, die ich jetzt nicht unbedingt zeigen will, weil es einfach langweilig ist. Oder wenn ich immer mal Lust habe, irgendwie was zu bauen oder ein bisschen zu farmen oder eine Maschine zu bauen, kann man das halt ganz schnell machen. Und das kann man dann trotzdem, das Ergebnis dann präsentieren in irgendeiner Folge. Das heißt, der Druck da jetzt wirklich alles aufzunehmen ist nicht so hoch. Zu dem Thema. Ich würde auch gerne das Assassin's Creed Projekt weiter fortsetzen, was jetzt über die letzten Monate pausiert wurde. Ich habe auch an sich den Spielstand nicht weitergespielt. Eben aus besagtem Grund. Okay, hier liegt random irgendwas rum, perfekt. Und deswegen würde ich da auch gerne fortfahren, wo ich aufgehört habe. Ich weiß noch nicht, wann ich mir die Zeit dafür nehme, da mal wieder was aufzunehmen, aber ich mache mir da jetzt auch keinen Zeitstress, weil, ganz ehrlich, warum sollte ich? Ich mache das hier einfach, wenn es mir Spaß macht und so viele Leute, wenn es überhaupt jemanden stört, dass keine Videos kommen. Ja, das heißt, ich bin da praktisch relativ frei. Zu den Mods, die hier drauf sind, kann ich sagen, das wird man dann alles im Verlauf des Projekts sehen. Ein kurzer Überblick vielleicht, also ihr seht schon, die Standard-Mods wie Optifine und so sind drauf. Und Not Just Enough Items, Pam's Harvest Craft. Dann so ein Iron Chest, Iron Backpacks, Applied Energistics, Refined Storage will ich noch drauf machen, Tinker's Construct ist drauf. Also den Kram, den man schon kennt. Dann Formcraft ist drauf. Industrial Foregoing, Thermal Expansion, Project E tatsächlich, auch wenn ich plane, das eigentlich nicht so viel zu nutzen. Blood Magic ist noch drauf, Foaming Energistics, also ganz viele Formcraft Addons, Storage Drawers, Redstone Arsenal, Extreme Reactors und so weiter und so fort. Also wir werden auf jeden Fall genug zu tun haben, genau, Forestry ist noch drauf. Ja, ist hier noch irgendwas Interessantes? Gut, Chisel ist auch in fast jedem Modpack, Chisel and Bits. Und ja, wie gesagt, das ist so Botania, da freue ich mich mega drauf, weil den Mod habe ich noch nicht so viel gespielt. Genau, wie gesagt, Blood Magic, Blood Arsenal, Biomes for Plenty, Bibliocraft, um ein bisschen schöner bauen zu können. Und ja, noch ein paar andere Sachen. Die Modliste ist außerdem noch nicht final, da wird vielleicht noch einiges hinzugefügt werden. Genau, Ore Excavation ist auch drauf, das macht es einfach einfacher zum Farmen, meiner Meinung nach. Ist immer ein ganz schöner Mod. Also, wie gesagt, die Modliste ist noch nicht final. Da wird bestimmt noch einiges hinzugefügt werden, was mir fehlt oder. Und oh mein Gott, hier ist endlich das erste Eisen. Das ist echt immer witzig. Man findet so viel Kupfer und anderen Scheiß, aber das Eisen, was man gefühlt für alle Mods verwendet,
Vor allen Dingen Brauch ist immer irgendwie, ah ja, selten, aber hier haben wir jetzt immerhin mal etwas davon. Genau, Astral Sorcery ist noch drauf. Was ein ziemlich cooler neuer Magic-Mod in der 1.12 ist, den ich auch gerne mal ausprobieren würde. Da muss ich mich allerdings noch ein bisschen reinlesen, was genau der alles so kann und wie der funktioniert. Mechanism ist auch drauf anscheinend. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber ja, gut. Computercraft oder wie auch immer der Mod heißt, ist noch drauf. Das wird auch nochmal ganz interessant, was man damit so anstellen kann. Wie gesagt, ich habe die Version selber modded noch fast gar nicht gespielt. Also ich kenne die meisten Mods davon, auch wenn dann aus der 1.7, also aus alten Versionen. Und bin deswegen selber auch gespannt, was man hier alles so machen kann. Und bevor wir jetzt hier in der Nacht irgendwie drauf gehen, was nicht so schlimm wäre, weil wir Gravestone-Mod auch drin haben, würde ich dennoch vorschlagen, wir versuchen mal zurück zu unserer Köhle zu kommen. Was ist das denn hier Schönes? Ein Astral Sorcery-Schrein mit in irgendeinem komischen Licht. Gott, das neue Kampfsystem in der. Oder das neue Kampfsystem, was in der 1.9 dazugekommen ist, macht es echt nicht einfach. Okay. Ja, bevor wir jetzt hier drauf gehen, was wahrscheinlich dennoch passieren wird, aber wir essen uns erstmal von diesem Gemüsezeug hier voll, was wir vor uns bekommen haben. Das ist anfangs immer ganz schön, aber man muss es halt später, dann bringt es halt nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen uns irgendwann mal anschauen, was man daraus alles so craften kann aus diesem Gemüsezeug, aber dazu war ich jetzt einfach gerade zu faul. Und ja. Das hätte ich gar nichts. Wait, ein Steak gibt nur noch eine Hungerkeule. Was ist das denn? Ach Gott, das gibt doch normalerweise vier. Okay, irgendein Mod scheint das hier zu disablen, dass es so viel gibt, aber. Okay, stopp. Gut, dann sind die Essensprobleme anscheinend doch noch nicht so ganz behoben, wenn das hier. Ach du Scheiße. Ich dachte jetzt, ich habe hier so übel viel Essen für eine lange Zeit, aber nö. Wir bauen uns jetzt mal so eine leichte Treppe hier hoch. Der Spawn hier, den wir bekommen haben, ist übrigens äußerst cool mit diesem. Gut, ne, Moment, der Spawn ist scheiße, der Berg ist absoluter Abfuck. Okay. Na komm, lass mich einfach hochbauen. Ja, was ich sagen wollte, der Spawn ist eigentlich ganz schön und auch. Ich habe öfters mal resettet, um einen coolen Spawn zu bekommen. Das heißt. Wir haben hier so einen coolen Berg, eine Seenplatte, die auch ganz interessant aussieht. Ein normales Biom und da hinten noch ein Zauberwald, wie ihr gerade gesehen habt. Also, das ist schon echt ganz nice. Den Seed werde ich euch vielleicht auch nochmal irgendwann in die Beschreibung packen. Aber ich kann euch einfach schnell mal hier slash Seed, so. Falls jemand dieselbe Map spielen will. Ich versuche auch, dass eine Modliste demnächst mal irgendwo. Kommt. Wir haben sogar einen Bogen bekommen, den glaube ich bei dir sogar erstmal. Falls jemand das Modpack so in etwa nachspielen will. Das Modpack ist ein eigenerstelltes, sollte man auch dazu sagen. Das heißt, das kann man nicht irgendwo downloaden. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber denke mal nicht, dass das so viele Leute interessieren wird. So, also wir schmelzen jetzt erstmal das Eisen hier ein. Es wäre echt extrem cool, wenn wir irgendwann mal ein Bett hätten. Dieses ständige Tag-Nacht-Ding ist echt nervig. Ich überlege auch gerade, Smeltery ist halt gerade noch nutzlos, weil wir halt keine Lava haben. Aber ich müsste mir überlegen. Wir könnten uns ein Backpack machen und dann versuchen mal irgendwo hinzureisen. Das Problem ist, dafür brauchen wir Leder und Leder kriegt man nicht so einfach, richtig? Okay, wir könnten Leder darüber bekommen, wenn wir hier einfach so uns Drying Racks machen. Könnten wir uns zumindest, könnten wir uns einen kleinen Backpack machen? Dann könnten wir gucken, dass wir. Ne, wir haben sogar Leder. Okay, das ist natürlich super. Ach ja, stimmt, ich hatte ja Kühe gekillt mal.
In der Folge, die eigentlich die erste sein sollte, die ist aber nicht gewonnen. Okay, dann können wir uns theoretisch sogar. Ja, Moment, wir haben keine Wolle. Bräuchten dafür Strings, oder? Cattail. Da haben wir hier irgendwo. Nö, sieht nicht gut aus. Okay, ja, dann wird es doch nichts mit den Backpacks für den Anfang. Diese Achievements bei Forge sind echt ultra nervig. So, die Mission wird jetzt erstmal sein, Wasser ranzuholen. Ja, gut. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Gut, ich sterbe schon mal nicht an Fallschaden. Ich sterbe wahrscheinlich eher an dem Skelett hier. Nevermind. So, dann müssen wir jetzt hier einmal runter. Ja, den ganzen Scheiß braucht eh keiner. Dann könnten wir uns rein theoretisch versuchen, oben eine unendliche Wasserquelle zu machen. Ich werde aber erstmal warten, bis Tag ist, weil das ist echt absolut nervig. Da haben wir schon mal Wasser oben und dann könnten wir rein theoretisch schauen. Keine Ahnung. Die Cave hier habe ich schon ausgeplündert. Dann können wir, wenn es Tag ist, dann mal auf Erkundungstour gehen. Ich sehe gerade, wir haben hier unten irgendwo noch. Na gut, gehen wir mal kurz Fallschaden nehmen, genau. Zack, einmal Wasser. Sogar noch ein bisschen Tin, was wir mitnehmen können. Gott, wo bin ich hier runtergesprungen? Irgendwo davor. Nervig, dass Steaks so wenig Hunger geben. Das ist echt ein bisschen dreist fast schon. Ah, an der Wand ist noch ein bisschen Zeug. Das nehme ich mal mit. Kann man immer gebrauchen. Tut mir leid, Baum. Eigentlich mag ich diese Redwood Trees, aber gerade der hier muss jetzt erstmal dran glauben. Kannst auch noch ein paar neue Fackeln machen. Werden wir noch genug von brauchen. So, dann zack, zack hier hoch. Und mein Essen ist schon wieder leer. Ey, das ist ja absolut nervig. Der Mod Ex Nihilo ist, by the way, auch drauf. Da können wir uns jetzt rein theoretisch. Könnten wir uns jetzt rein theoretisch Clay machen. Und zwar wie folgt: Wir nehmen jetzt Wasser. Wir bauen den Crucible immer hier ab. Der ist ja ungünstig. Genau, das hatte ich nämlich in der ersten Folge schon vorbereitet, weil wir. Weil wir kein Essen hatten. Und das Einzige, was wir hatten, war Reis. Und den Reis hätte man mit so einer Baking-Form von Harvestcraft umarbeiten können zu etwas Besserem. Aber das hat sich jetzt erstmal auch erübrigt. Okay. Ja, jetzt ist Tag, also würde ich vorschlagen, wir gehen dann erstmal kurz auf Erkundungstour. Wir haben ja erstmal so Zeug hier. Ich würde mir eventuell mal noch. Eisenspitzhacke machen, falls wir irgendwas Sinnvolles finden sollten. Eisenschwert und das restliche Eisen behalten wir erstmal hier. Ja, Bogen können wir mitnehmen. Ist eh egal, weil wenn wir sterben sollten, haben wir den unseren Gravestone, dann müssen wir das Zeug bloß holen, das werde ich dann vielleicht sogar rausschneiden. Oder nur den Weg dahin rausschneiden, wie gesagt. Können wir das Zeug mitnehmen. Den Clay kann ich umcraften und dann können wir uns mal ein paar Bricks machen. Weil aus diesen Bricks können wir. Können wir genau hier so eine Bakeware uns machen oder auch ein Cutting Board oder was auch immer.
Mit dem Zeug kann man dann ein bisschen besseres Essen machen. Was können wir denn genau mit dem Ding machen, falls das gerade durchbrennt? So, wir könnten. Okay. Sieht aber nicht so aus, könnten wir damit irgendwas machen, was wir schon haben. Okay, es gibt zwar ultra viele Rezepte hier, aber nichts, was uns wirklich gerade weiterhilft. Also lassen wir es als das Erste. Wir machen uns trotzdem einfach mal so ein Ding, damit wir es schon mal haben. Zack, rein. Wir nehmen diesen ganzen Grünzeug-Shit mal noch mit. Weil ganz ehrlich, wir können das auch mitnehmen. Vielleicht finden ja was Sinnvolles. Und dann gehen wir jetzt erstmal auf Erkundungstour. Ich nehme ja trotzdem mal kurz einen Wassereimer hier mit. Kann uns vielleicht mal das Leben retten. Und dann. Oh, warte. Ich hätte ihm vielleicht noch ein Schild machen sollen. Das wäre noch eine sinnvolle Sache gewesen. Fällt mir gerade auf. Gut, dann laufen wir nochmal kurz zurück. Und dann gucken wir mal weiter in den Zauberwald rein. Ich werde wahrscheinlich auch mein Haus dann später aus diesen Dark Oakwood-Dingern machen, weil die ziemlich cool aussehen, wie ich finde. Und noch ein bisschen Marble rein, weil das auch ein ziemlich geiler Block ist, meiner Meinung nach. So, dann nehmen wir uns erstmal noch ein Eisen, was wir haben. Wie viel Holz braucht die Kacke nochmal? 6. Gut, Schild, nochmal Sticks. Sonst haben wir hier dieses Zeug im Inventar rum, das gefällt mir irgendwie nicht. So, dann haben wir ein Schild, dann warten wir, ob es das durchgebrannt ist. Können uns meinetwegen noch so eine. Ah, ne, es kommt hier rein, die Kiste ist groß genug. So, und dann. Gehen wir jetzt erstmal auf Erkundungstour. Das Schild ist zumindest. Sollte uns gegen Skelette schon mal schützen können. Das ist erstmal mehr als genug für den Anfang. Dann gucken wir mal, ob wir hier was finden. Vor allem ein bisschen Essen wäre gut. Okay, wir können. Nee, Seeds braucht keiner. Wir können mir hier diesen ganzen Grünzeug-Shit noch mitnehmen. Weil eventuell bringt der uns irgendwann mal was. Solange unser Inventar noch nicht voll ist, können wir das gut machen. Den Reis nehme ich jetzt auch mal mit. Ich nehme jetzt erstmal alles an Essen mit, was geht. Einfach mal. Ich habe noch keine Farm für Essen und deswegen. Die kann man hier jetzt theoretisch. Genau, Rice Cake. Ja, das ist doch schon mal was. So, ich würde auch ganz gern dann irgendwann diese Meadows hier abbauen. Oder, nicht die Meadows, die Hives. Oder wie auch immer. Aber dafür bräuchten wir erstmal Wolle. Hier ist so ein Astral Sorcery Schrein. Normalerweise ist hier immer eine Kiste unter einem von diesen Pillars. Also mindestens unter einem. Aber die habe ich schon geplündert, wo ich mal hier im Wald unterwegs war. Deswegen schaue ich da jetzt nicht nach, weil ich weiß, dass da nichts ist. Nicht mehr. Da war mal was, aber da ist jetzt nichts mehr. Hier ist noch eine Reispflanze. Ja, also dieser Harvestcraft Mod ist für den Anfang. Och, come on. Das hat jetzt erst. Ach, egal. Ja, der ist für den Anfang meistens ganz gut. Später wird er nervig, weil. Ja, ich bin mir gerade sicher, ob es wegen ihm ist, dass dieses Steak hier so wenig Essen gibt, aber auf jeden Fall. So, hier haben wir jetzt ganz viel Dark Oakwood. Dann nehme ich mir sogar mal einen Baum mit schnell. Einfach nur, weil. Habe ich dann erstmal ein bisschen was von. Okay, ich könnte auch diese Pilze hier mitnehmen und dann erstmal auf Suppen gehen. Und ganz ehrlich, ich habe schon welche davon in meiner Kiste, wie man vielleicht schon gesehen hat. Deswegen nehme ich jetzt auch mal mit. Gut, hier ist noch eine Cave. Caven gibt es aber erstmal schwierig. Ich mache mir mal einen Waypoint, einen neuen.
Vielleicht hilft die uns später mal. Gut, das reicht jetzt auch erstmal an Essen. Wir können jetzt erstmal eine lange Zeit traveln. Wait. Habe ich den Waypoint gerade versetzt? Gott. Ja, gut. Keine Ahnung, was da gerade schief gelaufen ist, aber egal. So. Chicken, Minecraft. Du siehst ein bisschen anders aus als normal, aber okay. Genau. Chickens und More Chickens ist auch drauf. Das werden dann wahrscheinlich auch unsere Mods sein, die wir für automatische Farmen benutzen. Einfach weil, ja, halt einfach nur Hühnchen haben, die das Zeug produzieren. Ist halt relativ angenehm. So, dann essen wir mal unser ganzes Inventarzeug leer. Zuckerrohr können wir auch mitnehmen. Ist immer gut zu haben. Schauen wir mal, was es hier noch zu bieten hat. Zum Zauberwald ist echt ganz geil. Mit diesen Pilzen, die können wir später noch theoretisch für Nahrung benutzen. Saltblock, ah ne, braucht keiner. Also, es wäre gar nicht mal so schlecht, das zu haben. Aber. Okay, es gibt hier unfassbar viel von diesen Obst-Gemüsegärten. Hier hätten wir rein theoretisch Wolle. Jetzt habe ich aber natürlich gerade kein Eisen dabei. Wir merken uns mal, dass hier Schafe sind. Okay, da vorne ist so ein fucking Krater von... Ist der Krater in einem Astral Sorcery Schrein generiert? Okay, das ist interessant. Hm, okay. Warum habe ich dieses Manual noch dabei? Okay, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass mein Inventar voll ist. Aber ganz ehrlich, die Bohnen können weg. Den Dia nehme ich auf jeden Fall mit. Die Teile hier braucht man nur bloß mal lesen. Die kann man dann wieder zurücklegen und dann... Keine Ahnung. Ja, hier, komm weg. Das kann weg... Kann auch weg. Okay, wir gehen wieder ein Achievement. Okay. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt eine Schere mit holen uns jetzt Eisen für eine Schere und dann gehen wir nochmal hin Wolle holen. Dann können wir uns nämlich ein Backpack machen und können viel einfacher traveln. Dafür. Mache ich mir hier mal einen kurzen Waypoint. Das werde ich jetzt wahrscheinlich rausschneiden, den Weg. Zumindest habe ich, denke ich mal, habe ich das vor. Okay, ist sogar noch eine Cave. Und dann können wir sogar reingehen dann nochmal. Gut, gut. Falls ich es nicht rausschneide, liegt es daran, dass der Weg wahrscheinlich doch nicht so lang ist, wie ich dachte. Oder dass ich ihn einfach vergessen habe. Ich hoffe, man verzeiht es mir. Das Problem ist halt eigentlich nicht, dass der Weg so weit ist. Das Problem ist, dass das Ding so hoch in Bergen liegt. Und das größte Problem ist, dass jetzt Nacht wird. Das heißt, es ist sowieso ganz gut, dass wir eigentlich gerade zurück zu unserer Basis gehen. Es ist wahrscheinlich absolut ineffizient, irgendwelche Teeblätter einzeln zu essen, aber ganz ehrlich. Bevor die mein Inventar hier weiter zoomeln. Die verbrauche ich die lieber, weil es wäre auch dumm, sie nicht mitzunehmen. Dann rennen wir mal ganz schnell zurück zu unserer Basis. Lagern den Kram ein, machen uns eine Schere und dann... Wobei, wahrscheinlich werde ich dann die Episode erstmal beenden. Danke, du Stück Dreck, dass du meine Landschaft hier vermüllst. Aber gut, wir werden wahrscheinlich eh unser Haus ein bisschen weiter weg noch bauen. Irgendwann. Mein Gott, sind die nervig. Solidified XP. Ja, danke. Bringt mir zwar noch nichts, aber später bestimmt. Ja, also wir werden unser Haus wahrscheinlich nicht hier irgendwo bauen, sondern... Keine Ahnung. Mal gucken. Da werde ich noch einen schönen Spot finden. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn hier irgendwas kaputt geht. Aber ich finde, es sieht ja irgendwie mal dämlich aus, wenn so ein random Creeper-Krater da ist, aber gut. So, ich würde sagen, dass jetzt eh Nacht ist.
Lager ich mal das ganze Zeug hier ein. Und ich gehe wahrscheinlich offstream noch Wolle holen, mache ein Backpack, gehe ein bisschen caven. Weil das ist sowieso langweilig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode.